Es ist zwar noch verdammt lang hin, aber wir sprechen heute tatsächlich über das nächste COD, COD 2024 von Treyarch. Dazu gibt es neue Informationen, neue Leaks und zwar von Windows Central. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es von der Seite mal Leaks fürs nächste COD gibt. Windows Central hat am Anfang erstmal Infos geliefert, die wir schon wissen, von denen wir ausgegangen sind. Zum einen, dass wir ein neues Black Ops-Game bekommen. Also wäre komisch gewesen, wenn Treyarch die Marke jetzt fallen lässt, nachdem die doch so gut funktioniert und funktioniert hat in den ganzen letzten Jahren. Und das Thema wird anscheinend die CIA und der Golfkrieg sein und was halt USA mit der ganzen Sache zu tun hat und wie die involviert waren. Und Windows Central hat dazu geschrieben: Soweit wir wissen, wird Black Ops 6, also das jetzt ein Platzhalter, der Name, versuchen, die Geschichte des Golfkriegs zu erforschen, mit einem kritischen Fokus auf die verschiedenen Teilnehmer des Konfliktes. Es wird sich außerdem mit dem Ende der Ära des Kalten Kriegs befassen und einige der Konsequenzen erforschen, die sich daraus ergeben. Die neuen Leaks, die neuen Infos von Windows Central, die passen tatsächlich zu Leaks, die wir schon bekommen haben vor Monaten, noch vor MW2 Release, und zwar durch Call of Duty Mobile oder Warzone Mobile. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, in Call of Duty Warzone Mobile wurden unfassbar viele Infos gefunden zu MB2 und eben auch zum nächsten Treyarch-COD und das ist das COD, das jetzt dann eben rauskommt. Und es wurde ein Bild gefunden vom Palast von Saddam Hussein oder auf jeden Fall ein Bild, das darauf irgendwie aufbaut, ein Konzeptbild und vielleicht besuchen wir den Ort auch in Irak während der Kampagne, würde auf jeden Fall passen. Und es wurde irgendwie ein Bild gefunden von einem Tarnkappenbomber, der in irgendeinem Militärhanger steht. Und der Tarnkappenbomber, der passt thematisch ja auch in die Zeit und zu dem, was wir gerade gehört haben. Sei das heißt, es die alten Leaks und die neuen Infos von Windows Central, die passen auf jeden Fall perfekt zusammen. Ich muss sagen, ich freue mich auf ein COD mit so einem Setting. Ich glaube, der Multiplayer kann Spaß machen und ich glaube, die Kampagne könnte auch wirklich, wirklich cool werden. Ich bin sehr gespannt. Wenn wir schon bei der Kampagne sind, da gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, dass wir einen Early Access bekommen. Windows Central geht auch davon aus, also wahrscheinlich können wir die Kampagne wieder ein bisschen früher spielen. Die schreiben jetzt hier Main Game, aber ich denke eben, die Kampagne ist damit gemeint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man durch eine Vorbestellung irgendwie früher den Multiplayer spielen kann. Ich glaube, da hätte er auch keine Lust. Das sind dann irgendwie nur die ganzen Schwitze online und dann macht das auch keinen Spaß. Also dementsprechend, glaube ich, geht es hier wirklich nur um die Kampagne. Und für viele ist das ja das Main Game, das Hauptgame. Und Call of Duty 2024 wird natürlich auch Zombies haben. Da sieht alles danach aus, dass wir hier rundenbasierte Zombies bekommen. Also nicht das, was wir gerade haben innerhalb von MW3. Nicht irgendwie eine große Karte, kein Outbreak-Modus, sondern wirklich rundenbasierte Zombies auf eher kleinen Karten. So wie wir das kennen von früher. Und hier ist interessant, dass Activision anscheinend darüber nachdenkt, einen Early Access anzubieten für Zombies, wenn man das Game vorbestellt und nicht nur eine Woche früher wie die Kampagne, sondern Wochen im Voraus. Also es könnte sein, dass wir Call of Duty 2024 oder auf jeden Fall ein Teil davon irgendwie zwei, drei Wochen früher spielen können, wenn wir vorbestellen können. Eben den Zombie-Teil. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich finde, eine Woche früher bei der Kampagne macht schon irgendwie Sinn, aber mehrere Wochen früher den Zombie-Modus spielen zu können, fühlt sich irgendwie komisch an. Ich bin mal gespannt auf eure Gedanken. Namenstechnisch meint Windows Central, ist noch nicht ganz klar, was wir bekommen. Also, das könnte ein Black Ops 5 werden oder ein Black Ops 6, je nachdem, ob Black Ops Cold War mit reinzählt in die Nummerierung. Oder es könnte halt auch ein eigener Name werden, wie bei Black Ops Cold War. Und da steht gerade der Name. Black Ops Golf 4 im Raum. Also Call of Duty, Black Ops Golf 4. Ja, funktioniert, würde ich sagen. So ein Black Ops 5 als Name könnte aber auch cool sein. Was sagt ihr? Wie sollte das nächste COD heißen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ist natürlich am Ende unwichtig für den Inhalt, aber ja, trotzdem irgendwie eine Überlegung wert, finde ich. Dann gibt es Leaks zu Call of Duty 2024, die nicht von Windows Central kommen, sondern von Bob, unserem Lieblingsleaker und MW2 Intel. Und dann scheint wird es zu so sein, dass drei Karten wieder zurückkommen, die wir kennen aus der Black Ops Serie. Grind, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen. WDM und Firing Range. WDM und Firing Range natürlich Karten, die immer mal wieder dabei waren in der Black Ops Serie. Und es sind ein paar neue Namen aufgetaucht für Karten. Radar, Island, Pillage, Cannels, CMD, nicht WDM. Eine neue Karte, eine andere Karte und Welt. Da wissen wir aber eben noch nicht, was hinter diesen Karten steckt. Und ich bin mir sicher, es werden nicht nur drei Karten wieder zurückkommen. Klassische Karten wie Nuketown, Raid, Standoff werden bestimmt auch kommen. Aber halt dann vielleicht mit den Seasons. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht zurückkommen. Die gehören irgendwie mit dazu. Auf jeden Fall Nuketown. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den ganzen Infos sagt. Würde mich interessieren. Lasst uns dann in den Kommentaren diskutieren. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das nächste COD. Endlich wieder ein treyarch COD. Jacobs Cold War konnte ich nicht so richtig genießen. Leider hat sich das am PC für mich nicht wirklich gut angefühlt. Jetzt kommt aber ein COD mit der neuen Engine von Treyarch und ich glaube, das könnte richtig top werden. Ein kleines bisschen habe ich Angst, weil das eben eine andere Engine ist als sonst. Also Treyarch benutzt jetzt auch die MW-Engine, die eben damals gemacht wurde für MW 2019 von Infinity Ward Polen. Und dementsprechend könnte es natürlich sein, dass irgendwie das Treyarch-Gefühl ein bisschen verloren geht. Ich hoffe, die können das mit reinbringen in die Engine. Aber ich muss sagen, MW3 macht mir nach wie vor Spaß. Und ich bin froh, dass wir ein gutes COD haben, das wir gerade spielen können. Und ein COD, auf das wir uns freuen können. Es ist nicht so wie letztes Jahr, wo wir hoffen mussten, dass MW3 gut wird, während MW2 am Start war, was keinen Spaß gemacht hat. Also dieses Jahr und hoffentlich nächstes Jahr ist alles besser. Und das ist auch ein COD mit einer unfassbar langen Entwicklungszeit: vier Jahre. Ich glaube, kein COD wurde so lange entwickelt bis jetzt. Maximal, glaube ich, waren es immer drei Jahre. Aber Treyarch hat das auch verdient. Treyarch ist wirklich eingespannt gewesen, die ganzen letzten Jahre. Die haben ja Black Ops 4 gemacht, hatten dafür eine Kampagne angefangen, mussten die dann ganz schnell verwerfen wegen dem ganzen Battle Royale-Hype und haben kurz vor knapp irgendwie Blackout zusammengeschustert. Unter Stress. Dann wollten sie eigentlich ein eigenes COD machen, konnten das aber nicht machen, weil sie einspringen mussten für Black Ops Cold War. Das war ja COD, was ursprünglich von Raven Software und von Sledgehammer Games entwickelt wurde. Die hatten sich anscheinend irgendwie verstritten und dann hat Activision gesagt, Treyarch kommt mal zurück und macht aus diesem Game ein Black Ops Game. Und dann ist Black Ops Cold War entstanden. Nach Black Ops Cold War haben sie sich natürlich trotzdem noch um Sachen gekümmert. Die haben die Maps natürlich rausgebracht für die Seasons für Black Ops Cold War. Die haben Vanguard-Zombies gemacht, die haben MW3-Zombies gemacht. Die haben, glaube ich, bei den Tarnungen ein bisschen mitgeholfen bei MW2 und MW3. Und die haben Liga gemacht für MW2 und werden Liga machen für MW3. Treyarch hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun gehabt. Die haben überall ein bisschen mitgeholfen. Aber die mussten jetzt kein eigenes COD rausbringen in den ganzen letzten Jahren. Und wenn es soweit ist für Call of Duty 2024, mussten sie eben ganze vier Jahre lang kein eigenes COD rausbringen. Und dementsprechend habe ich schon hohe Erwartungen, muss ich gestehen. Ein treyarch COD mit unfassbar langer Entwicklungszeit, also im Call of Duty-Verhältnis könnte schon ganz cool werden. Mal schauen, was noch rauskommt zu Call of Duty 2024 in den nächsten Monaten. Irgendwie schon immer verrückt, wie früh wir schon wissen, in welche Richtung die ganze Sache geht. Diesmal auch ein bisschen selbstverschuldet, weil Activision eben den ganzen Code von den verschiedenen Games in Call of Duty Wars on Mobile gelassen hat und die Data Miner da einfach alles finden konnten. Eben ein bisschen was zu Call of Duty 2024 und ja auch unfassbar viel zu MW2. Also die meisten mw 2 Leaks, die wir irgendwie bekommen haben vor Release von mw 2 die sind alle aus Call of Duty Wars on Mobile. Verrückt. Wenn es neue Informationen gibt zum nächsten COD, werde ich natürlich ein Video drüber machen. Lasst deswegen auf jeden Fall ein Abo da. Aber Hauptthema in der nächsten Zeit wird natürlich MB3 und Warzone 3. Ich denke, das ist klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.